Es freut mich, dass ihr alle da seid und ich erkläre die Versammlung für eröffnet. Also wir werfen jetzt hier wieder den Brief ein, den wir wöchentlich einwerfen, mit der Aufforderung an die ARD, Gespräche mit uns zu führen und ihre Aufgaben gemäß Rundfunkstaatsvertrag wahrzunehmen. Und da haben verschiedene Leute unterschrieben. Da haben, ich denke, es sind alle Teilnehmer dieser Mahnwache, haben hier unterschrieben. Dann schauen wir mal nach, ob sie das wirklich einschmeißen, ob der Briefkasten existiert. Okay. Jetzt gehen wir mit dem Herrn mal mit, aber wir wissen es ja schon, wir waren ja schon ein paar Mal da. Und was sie mit dem Brief machen, wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest schauen sie sich vielleicht mal das Video wieder an und sagen, da ist schon wieder ein Brief da, ob den vielleicht doch mal jemand liest. Also wir haben bisher keine Antwort gekriegt. Ja, ist fast zu erwarten gewesen. Die sind auf so einem hohen Ross. Die sagen, was reden wir mit so Leuten? Das sind die, die uns finanzieren, aber die interessieren uns ja nicht. Ja, da will ich keine Vermutungen anstellen, aber... Ja, das ist fast Tatsache, aber okay. Okay. Sie dürfen keine Vermutungen anstellen, aber ich kenne es aus der Praxis. Wir haben viel für den BR gemacht. Und jetzt schmeißen die den einfach ein. Da gibt es einen Briefkasten, genau. So, Brief ist drin, klappt zu. Und dann vielen Dank, dann schauen wir mal. Alles klar. Vielleicht meldet sich jemand mal vom BR und sagt, wir haben den Brief doch gelesen oder abgeheftet. Es freut mich, dass ihr alle da seid und ich erkläre die Versammlung für eröffnet. Dann war in einer meiner vorherigen Sendungen von Ludgers Welt eine ganz wunderbare Frau zu Gast, die sich als Anhängerin einer Bewegung zeigte namens Leuchtturm ARD. Eine Bewegung, die sich wünscht, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland reformiert wird. Und wie passt es da nicht wunderbar, dass wir heute den Initiator dieser Bewegung hier haben. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Jimmy Gerum. Herzlich willkommen. Kommen wir zu Jimmy Gerum. Ich gebe zu, deinen Namen habe ich schon häufiger gesehen von anderen Leuten, die mir Spam-E-Mails geschickt haben mit der Aktion Leuchtturm ARD, weil sie denken, das könnte mich eventuell interessieren. Jimmy, du bist ein sehr interessanter Typ mit einem spannenden Werdegang, denn wenn du jetzt plötzlich der Frontkämpfer bist, um das System zu reformieren, dann dürfen wir nicht verschweigen, dass du ja durchaus aus dem System kommst. Also du bist ein freischaffender Künstler, der mit Funk- und Fernsehstationen vertraut ist. Hat sich deine Einstellung zu diesem öffentlich-rechtlichen System geändert in den letzten 100 Jahren? Servus beieinander erstmal. Ja, also das stimmt nicht ganz. Ich bin unabhängiger Kinofilmproduzent gewesen viele Jahre und als solcher hatte ich nichts mit diesem Apparat zu tun. Ich habe auch meine Filme ohne den öffentlichen Rundfunk finanziert. Was auch schon eine besondere Sache ist, weil normalerweise werden Kinofilme auch über den öffentlichen Rundfunk finanziert. Der Hintergrund von Leuchtturm ARD ist eher die Vorgeschichte meiner letzten 10 Jahre und das ist Geopolitik. Ich wollte verstehen, wie diese Welt funktioniert und zwar bis auf die Knochen. Ich bin ganz tief gegangen und zwar vor allem in die Geschichte. Und habe eine Lösung gesucht. Und die Lösung ist, wenn wir diese Welt verbessern wollen, die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung, das wissen auch diejenigen, die diese Welt in die falsche Richtung steuern. Deswegen wird diese öffentliche Meinung beeinflusst. Und wenn wir diese Welt verbessern wollen, müssen wir diese Beeinflussung rückgängig machen. Wow, da sind wir schon ganz tief drin mit großen Worten. Jimmy, erstmal verzeih meine naive Annahme, dass das System ja doch euch korrespondiert. Also ich sehe bei fast jedem deutschen Kinofilm irgendeine Kooperation mit dem Fernsehen. Da gibt es Geldgeber und deswegen dachte ich zumindest, dass es da handfeste Berührungspunkte gab. Aber ich verstehe, dass du das ein bisschen von dir weißt als freier Kinofilmproduzent. Was genau meinst du damit, wenn du sagst, die öffentliche Meinung in ihrer Wichtigkeit braucht
braucht ein anderes System. Also offensichtlich ist da doch mit dem Veröffentlichen der Meinung etwas schiefgelaufen in den letzten Jahren. Ja, also wir sind ja eine Sammelbewegung, eine Graswurzelbewegung, die 300.000 Menschen gesammelt hat, die den sofortigen legalen Zahlungsstopp der Rundfunkbeiträge gemacht hat. Wie geht das? Das heißt, wir sind ins Widerspruchsverfahren gegangen, weil wir sehen, dass Desinformation stattfindet beim öffentlichen Rundfunk. Es kann nicht sein, dass wir einen einzigen Cent für dieses System bezahlen. Das widerspricht dem Medienstaatsvertrag. Da müssten wir eigentlich in der gesamten Gemeinschaft aufstehen. Aber es sind 40 Millionen Haushalte, die dieses System finanzieren. Und es ist uns nicht gelungen, mehr als 300.000 für diese Sache zu gewinnen. Uns enttäuscht hat. Aber wir wissen warum, denn es ist eine absichtliche Ängstlichkeit, eine absichtliche Vorsicht, die letztlich auch durch unser Bildungssystem kommt. Das ist kulturell bedingt. Die gute Nachricht ist, der spannende Diskurs, der vielleicht heute auch zum Tragen kommt, ist, wir sind für die Zwangsgebühr. Wir bezahlen keinen Cent für Desinformation, aber wir wollen die Desinformation beenden. Wir wollen nicht den Rundfunkbeitrag beenden. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, und das hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass es durchaus in der kritischen Bewegung gewisse Unstimmigkeiten gibt, weil natürlich auch viele sagen, das ist nicht reformierbar. Es führt kein Weg am Abschaffen vorbei. Gibt es diese Streitigkeiten und wie erwehrt ihr euch dieser Angriffe plötzlich von der anderen Seite? Ja, also es gibt eine emotionale Kampagne gegen den öffentlichen Rundfunk. Das ist berechtigt, weil wir wissen, dass wir seit Jahrzehnten in dieser Desinformation leben. Wir haben das ja auch akademisch untersucht. Also unsere Webseite hat es von Beginn an dokumentiert, was hier falsch läuft. Wir haben parallele Medienwelten. Seit 10 Jahren gibt es unabhängige Nachrichtenportale im Internet. Und das ist eigentlich das Spannende. Die Grundidee war, wenn wir parallele Weltbilder hier haben, dann müssen wir eigentlich diese beiden Weltbilder vereinen, beziehungsweise wir müssen offenen Diskurs führen. Statt Diskursverengung muss es wieder Diskurs geben, denn das ist die Grundlage, sagt sogar das Bundesverfassungsgericht, die Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das heißt, wir verlassen hier alle demokratischen Grundsätze, wenn wir das zulassen, dass diese Spaltung stattfindet. Und das ist ja in den letzten 2 Jahren so schlimm geworden, dass sich die Familien sogar nicht mehr unterhalten können. Bruder und Schwester sind so getrennt, weil sie aus unterschiedlichen Informationsquellen ihre Informationen holen. Ja? Mhm. Und das ist eine Steigerung, die uns manchmal vergessen lässt, dass wir eigentlich selbst schuld sind, dass wir das jahrzehntelang zugelassen haben. Wir sind Jahrzehnte in der Desinformation. Und das musste ich erleben, wo ich in der Geopolitik so in die Tiefe gegangen bin. Mhm. Aber wo ist der Änderungsansatz? Wenn du jetzt wirklich die Macht hättest, wenn jetzt alle Intendanten sich zusammentäten und sagen, wir treten zurück und unsere Posten kriegt Jimmy Gehrum. Was würde dann passieren? Wir haben die Macht. Wir sind die 99%. Das ist unsere Botschaft. Das war unsere Botschaft, als wir versucht haben, Millionen zu sammeln, die einfach die Zahlungen einstellen. Denn man kann dieses System nicht finanzieren. Aber man muss auch erkennen, wir müssen es finanzieren, wenn es befreit ist. Das heißt, wenn wir es zulassen, dass die öffentliche Kampagne, die letztlich durch den Springer-Konzern gerade forciert wird, wenn wir das zulassen, dass die Gebühren abschaffen und wir wissen, dass die Emotionen auf der Seite der Mehrheit der Bürger das gutheißen würde, so wie in Frankreich sich niemand dagegen gewehrt hat. Aber wenn wir das zulassen, dann würden privatwirtschaftliche Interessen diesen öffentlichen Rundfunk übernehmen. Das heißt, im 20. Jahrhundert hieß es mal, der Rundfunkbeitrag ist eine Demokratieabgabe und es ist eigentlich unsere Schuld, dass das verloren gegangen ist, dass wir das zugelassen haben, dass dieser Apparat, der eigentlich mal als Sicherung der Demokratie gedacht war, dass der in fremde Hände übergegangen ist. Das sind internationale Interessen, die diesen öffentlichen Rundfunk vereinnahmt haben. Und
Ludger, du hast natürlich recht. Es ist fast nicht möglich, diesen Apparat zu reformieren. Aber ich sag's nochmal, wir sind die 99%. Und wenn wir uns jetzt nicht wehren, passiert auch nichts. Denn es wird sich nicht von innen reformieren lassen. Wir müssen den Druck von außen aufbauen. Und die gute Nachricht ist, wir haben, nachdem die Sammlungsbewegung zu langsam gewachsen ist, einen zweiten Weg. Wir haben eine zweite Trumpfkarte. Wir sind mit den Medienmahnwachen jetzt in 70 Städten gleichzeitig seit 8 Wochen. Wir lassen sie nicht mehr los. Wir wollen 200 bis 300 Städte werden, die gleichzeitig vor den Medienhäusern stehen. Wir haben ein genaues Konzept, eine genaue Strategie und es geht hier auch nicht nur um den öffentlichen Rundfunk, sondern um die gesamte vierte Säule. Jeder Journalist hat in diesem Land die Verantwortung und diese Verantwortung für den Pressekodex und für den Medienstaatsvertrag, diese Verantwortung wollen wir jetzt einfordern von der gesamten vierten Säule der Gewaltenteilung. Jimmy, verzeih, dass ich noch einmal nachfrage. Was wäre konkret dein Änderungswunsch? Also passt dir die Struktur? Ich weiß, was du meinst an Desinformation, Berichterstattung, aber ich stelle fest, dass das ja über einen gewissen Zeitraum gewachsen ist, also dieses Schlechte, dass das mal andere Zeiten gab. Und wie kann man das ändern? Also alle rausschmeißen oder... Ich will natürlich jetzt die Runde hier nicht langweilen, ja, aber ich war ein Jahr lang an der Universität in München mit Professor Mayen und wir haben in einer Bürgerkonferenz mit 25 unabhängigen Bürgern ein Konzept entwickelt, wie der öffentliche Rundfunk eigentlich gestaltet sein sollte, wie unsere Medienlandschaft gestaltet sein sollte. Da haben wir ein Jahr gearbeitet, da kommt jetzt ein Buch raus, das heißt Medienträume. Das heißt, dieses Buch werden wir auf den runden Tisch legen. Denn das ganze Ziel seit 8 Monaten ist, wir wollen den runden Tisch mit den Verantwortlichen, denn es kommt ja Folgendes dazu. Diese 8,5 Milliarden, die dieser Apparat kostet, das ist unser Geld. Wir bezahlen diesen Apparat. Und solange wir das bezahlen, solange haben wir auch ein Recht auf diesen runden Tisch. Und das ist auch der Grund, warum wir gegen die Abschaffung der Gebühren sind, weil sonst hätten die auch noch Recht, wenn sie sagen, wir bekommen diesen runden Tisch nicht. Also im Detail, natürlich heißt es, dass der gesamte politische Einfluss beendet werden muss. Es gibt Konzepte, die das Publikum mit einbezieht, Publikumsräte. Es gibt eine völlig neue Finanzierung, es gibt eine völlig neue Struktur. Die Abhängigkeiten der Lobbyismus, das wird zu 100% getilgt. Es gibt überhaupt keine Kompromisse bei dem Thema, dass wir den fremden Einfluss natürlich entfernen müssen und dass wir uns zu Grundsätzen bekennen müssen, die unsere Zivilisation eigentlich schon geschaffen hat, mit dem Pressekodex, mit dem Medienstaatsvertrag, mit dem Grundgesetz. Wir haben die Grundlagen geschaffen. Das einzige Problem ist, wir haben sie uns nehmen lassen. Wir führen sie nicht aus. Wir müssen sie zurückfordern. Wir müssen sie gar nicht neu erfinden. Danke, Jimmy. Was man natürlich am Radiogerät nicht mitbekommt, ist, wie hier die Diskutanten nicken zwischendrin und zustimmende Gesten machen. Das habe ich doch richtig gedeutet, Silke. Also du hast sowohl Jimmy als auch Christine auf jeden Fall bei ihrem Gesagten und hast dazu auch eine Ansicht. Ja, richtig. Also ich finde die Arbeit, die Christine Brinker jetzt hier gerade vorgestellt hat, wie sie das erläutert hat, ich finde es ganz wichtig, finde es auch toll, dass der Schwerpunkt hier auf einer sachlichen, kompetenzbasierten Arbeit liegt und nicht auf populistischen Motiven oder Aussagen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch was kaum oder nur schwer anerkannt wird, weil es eben so wenig Angriffsfläche bietet. Und umso ehrenwerter finde ich das. Also finde ich ganz toll. Und das Thema, was Jimmy Gerum hier vorgestellt hat, da kann ich ihm auch nur vollumfänglich zustimmen. Ich glaube, dass wir eben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz, ganz dringend brauchen, wie so eine Art Firewall eigentlich gegen private Einflussgrößen, auch internationale Art. Aber um dahin zu kommen, ist eine Reformbewegung vonnöten, ja, an deren Anfang wir stehen. Und insofern finde ich das sehr ehrenwert, wie engagiert Jimmy Gerum in diesem Feld sich betätigt.
Das Wort Fremdbestimmung ist gefallen, ein böses Wort. Wir benutzen das natürlich möglichst neutral. Aber es deckt sich so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, Jimmy. Also die Einflussnehmer sind vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die dann ganz am Schluss bestimmte Sachen vortragen. Also ist das auch etwas, wo du dich anschließen kannst? Das, boah, ich versuche jetzt jedes harte Wort irgendwie zu vermeiden, aber dann überlasse ich dir einfach jetzt mal das Wort. Also du ja, weißt, natürlich. Was ich gefragt habe. Klar, die Fremdeinflussnahme ist unser Kernthema, aber mich hat bei Christins Worten besonders inspiriert, dass sie von Optimismus spricht, weil ich genau darum geht's nämlich. Wenn wir nämlich aktiv was ändern wollen, dann brauchen wir auch Vision, wir brauchen den Optimismus und das ist etwas, was mir am meisten Spaß gemacht hat an diesem aktivistischen Projekt Leuchtturm ARD, weil ich ja eigentlich Analyst bin und kein Aktivist, aber diese ganze Bürgerinitiative, die macht so viel Freude, weil du den Menschen die Kraft gibst und den Glauben, dass man was ändern kann, ja, wenn man in seiner Mitte ist, wie du sagst, Christin, ja. Und wenn man diesen Optimismus hat, ja, wenn man diese Vision hat, dass es zwar ein sehr schwieriger Apparat ist, wenn man an Reform denkt, aber dass wir ja eigentlich auch etwas in der Hand haben. Wir haben immer gesagt, wir bauen diesen Leuchtturm Stein für Stein, weil jede 18 Euro ist wieder ein Stein. Und das ist alles transparent. Das heißt, ich kann nur jeden anregen, schaut euch die Bilder an von unseren Mahnwachen. Das ist alles auf unserer Webseite leuchtturmard.de. Und dort sind auch die Dokumente, die Briefe, die wir einwerfen bei den Journalisten und Audios, die wir abspielen. Alles ist auf der Webseite und man kann sich hineinfühlen, wie sich diese Menschen jetzt fühlen, die hier vor den Häusern stehen und die merken, sie können was bewegen. Wir haben teilweise, wir sind da jetzt in 70 Städten und wir haben so 3-4 Städte, wo ein einziger Mensch, zum Beispiel die Christine, die steht vor dem Spiegel in Hamburg alleine und wirft diesen Brief ein. Und sie tut was für ihre Kinder, sie tut was für unsere Zukunft, weil sie sich das nicht gefallen lassen will. Und so wachsen wir von Woche zu Woche, ja, seit 14. Juli. Und das ist das, was Spaß macht. Ja. Wir können was tun. Und schaut zu und lasst euch inspirieren. Von Woche zu Woche, von Wache zu Wache. Das hat mir am besten gefallen. Leuchtturm ARD. Da gibt's dann auch die entsprechenden Formulare, wo man dann legal, wie du es angedeutet hast. Ich bin sehr gespannt. Ich fand aber jetzt gerade den Punkt, den du, Jimmy, gemacht hast, das Thema Vision. Und ich glaube, das ist ja auch, Christine, für die konservative Parteienwelt ganz, ganz wichtig. Viele Menschen, glaube ich, sehen einen Mangel an Vision bei den Konservativen. Sie sehen den Protest, sie sehen das, wogegen die Konservativen sind, aber sie sehen nicht den positiven Lebensentwurf, der dann auch eine gewisse Anziehungskraft hat, für Menschen zu sagen, na, bei der Partei möchte ich mich engagieren. Und das ist, glaube ich, das Thema, woran ganz besonders gearbeitet werden müsste, dass man mehr das, wofür man steht, in den Fokus rückt und man weggeht von diesem, wo wir gegen sind, weil das ist ja eigentlich medial ohnehin stetig beleuchtet und wird vielfach propagiert. Also das Wofür zu kräftigen, um dadurch auch eine Anziehung insbesondere für jüngere Menschen abzuleiten, die vielleicht am Anfang ihres Lebensweges stehen und sich fragen, naja, wenn ich mich jetzt selber politisch verorten wollen würde, wer spricht mich denn an? Und ein reines Wogegen, was zumindest in der Außenwahrnehmung zum Tragen kommt, ist es sicherlich nicht. Jimmy, jetzt bist du hier von konservativen Frauen umgeben. Als Filmschaffender, was ist da noch von dir zu erwarten? Vielleicht ein Film über konservative Revolution 2.0? Ich bin einfach froh, von Frauen umgeben zu sein. Ja. Ja. Wir sind von Frauen umgeben, übrigens auch hier im Publikum, das vielleicht auch die ein oder andere Anregung hat oder eine Frage, dann ist jetzt die Möglichkeit, sich zu melden. Hier vorne. Ja, hallo, ich hätte eine Frage an Sie. Wie sind denn die Rückkopplungen von Seiten von ARD-Mitarbeitern oder sogar Verantwortlichen? Gehen die irgendwie auf Sie zu oder kriegen Sie da Bestätigung? Ja, ganz spannende Frage. Wir haben schon den ersten Rundentisch mit einer Landesanstalt gehabt im Norden, NDR. Und das waren sehr respektvolle Gespräche, denn wir wollen auf Augenhöhe diesen
Dialog beginnen, vor allem, weil ja die Journalisten oftmals selbst nicht wissen, inwieweit sie selbst manipuliert werden von internationalen Presseagenturen. Das haben wir auch in dem Gespräch festgestellt teilweise. Ja. Das heißt, wir müssen hier einen gemeinschaftlichen Weg finden. Und das Schöne ist, in den 70 Städten haben wir schon ungefähr in 20 davon schon direkten Kontakt mit den Redakteuren. Es kommen auch die Lokalzeitungen auf uns zu. Es gibt auch diffamierende Journalisten, die uns dann entgegen dem Pressekodex nicht interviewen, sondern schlecht über uns schreiben. Das ist etwas, was sie selbst disqualifiziert dann. Das heißt, auch das ist eine Wirkung, wenn die Journalisten dann sich selbst den Spiegel vorhalten damit. Ich glaube, unsere Initiative kann, wenn sie jetzt wächst, hier wirklich die ganze Branche an ihren Berufsethos erinnern. Gibt es noch ein weiteres Anliegen? Ja, ich komme zu Ihnen mit dem Mikro. Hallo, vielen Dank für den Einblick in Leuchtturm ARD. Es gibt ja den Witz, dass wenn die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten morgen den Sendebetrieb einstellen würden, nur ungefähr 15% der Kosten gespart werden könnten. Wie viel hängt denn da fest in Ausstattung und Pensionen und Verträgen? Also ist das ein Witz oder wie viel Realität steckt da dahinter? Das ist leider pure Realität. Es ist eine katastrophale, allein unser Hauptthema ist natürlich der internationale Journalismus und wie der abgebaut hat an Finanzierung. Das heißt, es sind Reportagen, investigative Reportagen gar nicht mehr möglich. Und wie kann da Qualität im Journalismus sein, wenn man das finanziell beschneidet? Das heißt, die Art und Weise, wie hier Reformen stattfinden müssen, sind wirklich ein ganz dickes Buch. Gibt es noch Fragen an Christine Brinker oder Silke Schröder? Sie haben eine Frage hier vorne. Ja, vielen Dank erstmal für die interessante Diskussion. Ich wollte trotzdem noch mal was zu dem zum Rundfunk sagen. Ich habe ja sehr viel mit Journalisten zu tun, und zwar mit den freien Journalisten. Und das sind oft gute Leute, die werden aber katastrophal schlecht bezahlt. Die kriegen sozusagen Galeeren-Sklavenlöhne, und um das mal zu sagen, und machen aber gute Arbeit. Und sie machen zum Teil die hauptinhaltliche Arbeit, zum Beispiel bei den Kultursendern. Es gibt ja nur noch sehr wenig festangestellte Journalisten und Redakteure dort. So, und das heißt, im Grunde müsste man, oder hätte ich die Idee, kann es nicht sein, dass es eigentlich so viel gut ausgebildete Journalisten wirklich gibt, die eigentlich nur darauf warten, jetzt auch mal anders arbeiten zu können, außer für 15 Euro die Stunde? Absolut. Also zwei ganz wichtige Ansätze, die wir besprochen haben. Es ist das eine, dass die festen Freien, dass sowas nicht geht. Ein Journalist muss einen sicheren Arbeitsplatz haben und er muss den Mächtigen auf die Füße treten können, ohne dass er Angst um seinen Arbeitsplatz hat. Das ist das eine. Und dann natürlich eben muss er finanziell ausgestattet sein für seine Reportagen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja. Das beginnt auch bei der Ausbildung. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass er aus allen Milieus kommen muss. Wir haben ein homogenes Milieu der Reporter. Und da kann man eben auch ansetzen. Also es gibt auf allen Ebenen gibt es Gesprächsbedarf. Vielen Dank, Silke. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Sehr gerne. Wollen wir gleich noch was trinken gehen? Unbedingt, lieber Ludger.